Hallo zusammen. Wie ihr seht, bin ich unterwegs. Und zwar habe ich heute einen Termin hier in Telgte. Das ist in der Nähe von Münster. Und hier kann man kostenlos stehen auf so einem öffentlichen Parkplatz. Auch für Wohnmobile extra ausgewiesen. Und direkt hier vor mir ist die Ems. Das heißt, wer meine Ems-Radweg-Videos kennt, weiß auch, dass ich durch Telgte gekommen bin und dort meine ich gesagt zu haben vor 3 Jahren, wenn ich nochmal hier in die Gegend komme, dann schaue ich mir Telgte auch an, weil es mir dort so vom ersten Eindruck her sehr gut gefallen hat. Und dazu würde ich euch heute gerne mitnehmen. Wenn ihr da Lust zu habt, bleibt gerne dran. Das Wetter jetzt für Ende Mai, 10 Grad, 11 Grad, gerade mal trocken. Es ist immer so phasenweise, aber man muss halt das Beste draus machen. Und das mache ich jetzt. Und hier ist die Ems so richtig schön zu sehen. Ich stehe gerade auf so einer Brücke. Und da kann man entlang schauen mit den ganzen schönen grünen Bäumen mittlerweile. Und auch zur anderen Seite, wo es Richtung Stadt geht. Und da sehen wir uns und hören wir uns gleich wieder. So abrupt kann ein Weg enden. Hier sind irgendwelche Verkaufsstände aufgebaut, so lang über den Weg. Fahre ich wohl einmal andersrum. Hier geht es jetzt Richtung Stadtmitte. Hier ist jetzt schön dieser klassische Charme dieser alten Städte zu sehen. Dort stand gerade ein Schild Kornbrennereimuseum. Muss ich zumindest mal reinschauen, weil das Gebäude an sich wirkte schon recht stimmig. So, aber das war es auch schon, weil es zu ist. Das ist jetzt hier am Markt in Telgte, entschuldigt. Und schön mit den Gebäuden hier rundum. Nicht riesig, aber sehr schön. Auch hier mit den Kastanien, wie die schon blühen. Hier steht jetzt so schön beschrieben, Telgter Wallfahrt. Seit weit über 6 Jahrhunderten wird das Telgter Gnadenbild verehrt. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts konsequent zur Marienwallfahrt des Fürstbistums Münster ausgebaut. Heute ist Telgte die bedeutendste Marienwallfahrt im westfälischen Teil des Bistums. Mit rund 10.000 Fußpilgern ist heute die Osnabrücker Wallfahrt ein Höhepunkt im Telgter Wallfahrtsjahr. So viel nur einmal kurz zur Info. Und hier wieder so ein klasse Denkmal von Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen. Ich bin jetzt einmal ganz aus Telgte rausgefahren, um dann den Emsradweg einfach nochmal Richtung Stadt zu fahren, weil es einfach schöne Erinnerungen sind, die damit verbunden sind für mich. Und jetzt gerade, wo der Himmel mehr oder weniger blau-weiß ist und die Sonne scheint, hier das satte Grün, da bekommt man sofort Lust, die Taschen zu packen und loszulegen. Aber da wir nachts immer noch so mit teilweise 3, 4, 5 Grad hier rumknapsen und Corona natürlich so ein bisschen, das wird mich nicht so sehr abhalten, aber die Temperaturen, weil es dann zum Zelten ist halt doch unangenehm und dieser viele Regen. Und es soll ja auch wirklich den ganzen Monat so bleiben. Soweit diese Prognosen natürlich immer zutreffen. Das Wetter ist ja auch so ein bisschen Lotto. Aber so ist es schon ein Genuss. Ich denke, das geht euch auch so. Genau von dort bin ich damals mit dem Markt gekommen. Links neben der Brücke ist der Radweg zu sehen. Dann haben wir das hier gekreuzt an der Kirche vorbei und dann hier auf diesem Weg. Und auch damals fand ich schon diesen Wehr hier unheimlich schön. Ich zeige es euch gleich nochmal von der anderen Seite, aber hier erstmal diese tolle Aussicht. Direkt vor mir, hier neben der Mühle, ist dieser
Falke zu sehen, wo drunter steht, der Falke versinnbildlicht Tapferkeit, Vernunft, Schönheit, Mut zur Zukunft. Das Wappentier der Stadt Stupino. Den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Telgte zum 775. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte gewidmet. Aus der Partnerstadt Stupino im September 2013. Ihr merkt, ich erzähle so ein bisschen mehr hier, was Fakten angeht. Da ich mal ganz freundlich darauf angesprochen wurde, also wirklich freundlich, dass der ein oder andere doch Fakten möchte und nicht nur fundiertes Halbwissen. Mache ich gerne. Das ist das Haus Mühlenhof, gefällt mir auch sehr gut. Und das ist die Mühle an sich, die ich gerade von der einen Seite gezeigt habe, wo ich jetzt dann über die Brücke fahre und euch den Rest zeige. Das Christoph-Berns-Meyer-Haus steht dran. Und hier ist die dazugehörige Brücke. Die Attraktion hier ist dort diese Skulptur, die am Baden ist. Ich zoome das Ganze mal dran. Da geht es um das Thema Impfen. Von der gegenüberliegenden Uferseite hat man jetzt auch noch mal einen schönen Blick hier auf dieses prächtige Kirchengebäude. Und es ist auch nicht mehr ganz so laut von dem Getöse hier neben mir. Weiter geht's durch diesen kleinen Park und hier riecht's unheimlich nach verbrannten Waffeln. Da hat's einer zu gut gemeint. Ich muss ja sagen, wenn man so eine Radreise macht, ist man ja schon sehr glücklich, dass man den Weg hat und was man da alles sehen kann. Aber wenn man jetzt mal so gezielt dann auch in eine Stadt fährt, die hier doch am Wegesrand liegt, entdeckt man so viel mehr, was einem vorher gar nicht aufgefallen ist. Weil man ja doch auch oft abgelenkt ist mit dem Verkehr oder mit Routenführung. So wie jetzt hier dieses zweite kleine Schleusenobjekt. War mir so nicht bekannt. Das andere kannte ich, aber dieses hier ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Glaube ich zumindest. Entlang dieses schönen kleinen Parks. Hier wieder eine weitere von diesen kleinen schönen Gassen Richtung Innenstadt. Also die sollte man sich auch ruhig mal alle kreuz und quer antun. Radfahrer sind überall frei. Was ich sehr gut finde. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir so nah an Münster sind. Ist ja eine reine Radstadt im Grunde. Und dort kommt man wieder auf den Markt. Dort vorne ist schon jetzt der Münsterer Bahnhof, ja, der Bahnhof von Telgte zu sehen. Und hier stand gerade ein Schild Richtung Münster, 13 Kilometer. Die Deutsche Bahn. Darf man das jetzt noch sagen? Es gab bei YouTube schon wieder Änderungen der Geschäftsbedingungen. Wobei die sich im Grunde alle Rechte frei halten, dass sie hier mit den Videos tun und machen können, was sie wollen. Aber man trotzdem niemanden direkt irgendwie filmen darf. Und naja, also falls hier mal irgendwas verpixelt wird oder gesperrt wird, wird es daran liegen. Ich habe mir das durchgelesen und wirklich alles und versuche mich daran zu halten. So, und hier gibt es einen Griechen, der jetzt Gyros mit Käse überbacken für mich fertig macht. Und das wird dann gleich erstmal verputzt. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Mit den Pilzen und den Tomaten. Es ist okay, geschmacklich. Naja, ich würde es mir nicht nochmal holen, aber es schmeckt jetzt nicht schlecht. Aber das Fleisch ist definitiv durch. Sehr, sehr durch. Und das für 7 Euro finde ich schon recht kostspielig. Aber lassen wir es mal Corona geschuldet sein. Die haben gerade erst wieder aufgemacht, die haben die Preise alle angezogen.
um irgendwie zu überleben. Daher kann und muss ich das wohl mal so akzeptieren. Ist das nicht ein herrliches Grundstück direkt hier an der Ems mit dem Garten bis ans Wasser? Wie ihr seht, bin ich jetzt ein bisschen außerhalb wieder unterwegs und genieße so einen Teil des Ems-Radwegs erstmal. Diese Flussradwege haben doch irgendwie was Besonderes. Besonders beruhigend, finde ich. Was hier richtig ins Auge sticht, sind diese gelben Bänke. Und das ist hier Bank Nummer 275. Die Wartung hat übernommen der Heimatverein Telgte. Sehr auffällig, sehr schön. Der Emsradweg an sich ist jetzt auf der anderen Seite dort zu sehen. Ich habe mir jetzt bewusst verlassen, um die andere Seite hier einfach auch mal zu erfahren, die ich noch nicht kenne. Und das ist echt toll. Ihr hört die Vögel. Das Plätschern vom Wasser hört er wahrscheinlich nicht. Aber es ist gerade wirklich sehr angenehm. Sogar die Temperatur passt. Ups, da war eine Riesenwurzel. Ich wollte euch nur zeigen, hier auf der anderen Seite am Emsradweg sieht man überall die Radfahrer. Und hier, das ist mehr oder weniger ein besserer Trampelfahrt, Wirtschaftsweg, wie auch immer. Aber hier kommt einmal ein Jogger entgegen und das war's. Ist halt mal was anderes. Aber auch wesentlich ruppiger, muss ich feststellen. Aber nicht weniger schön. Vielleicht kommt ja irgendwo noch eine Brücke, dann nehme ich die andere Seite als Rückweg. Ist ja auch eine Option. Ich musste jetzt feststellen, dass hier keine Brücken mehr kommen. Und daher werde ich das Video jetzt für heute hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir tat es oder tut es immer noch unheimlich gut, hier so entlang der Ems zu fahren. Ich werde auch noch ein bisschen fahren, aber dadurch, dass der Untergrund hier nicht so prickelnd ist, ist das mit dem Film eher störend. Daher würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.